Meine Herrschaften, es ist gleich soweit. Und es läuft jetzt bis hin mit dem Marktbericht. Der letzte Satz vor unserer Sendung ist, die Schweine verkehren in lustloser Haltung. Ja, wir kommen gleich, dann sind alle auf dem Platz. Ah, der Friedrich ist nicht da, der die Geräuscheffekte macht. Was heißt, der Friedrich ist nicht da? Ist da. Nein. Also, die Geräusche sind doch das Wichtigste in diesem Hörspiel. Ja, aber was machen wir? Kann man nach ihm telefonieren. Aber es ist doch viel zu spät, jetzt schon in 3,5 Minuten. Guten Tag. Sie wünschen? Das Herz doch einen guten Tag wünsche ich. Herrn, Sie wissen Sie nicht, Fremde dürfen nicht in den Senderaum. Ich bin kein Fremder, ich bin ein alter Wiener. Herrn, Sie, wer sind Sie? Ich bin der Bruder. Was heißt für Bruder? Von der Bruder vom Bruder. Nein, Sie müssen der Bruder vom Bruder sein. Jeder Bruder ist der Bruder. Ich kann auch der Bruder von der Schwester sein. Natürlich kennen Sie auch von der Schwester. Von Prebich sind Sie der Bruder. Wo ist der Prebich? Der Prebich ist krank, er kann nicht kommen, er ist krank. Was ist krank? Was fehlt ihm denn? Was fehlt ihm? Die Gesundheit. Ach, ja, welche Krankheit hat er? Er hat Grippe und die trägt er schon lange mit sich herum. Da weiß er denn nicht, dass das Beste gegen Grippe Alkohol ist? Natürlich weiß er es. Darum trägt er sie ja so lange mit sich herum. Er sagt immer, Cognac mit Milch ist das Beste. Sehr viel Cognac, damit der Milchgeschmack weggeht. Bitte, er hat mir gesagt, ich soll ihn vertreten. Sie können ihn nicht vertreten, da muss man geschult sein. Aber ja. Was sind Sie vom Beruf? Ich müde. Na, aber ich verdiene mein Geld sehr sauer. Wieso sauer? Ich bin in einer Essigfabrik angestellt. Er hat gesagt, ich sollte es machen. Was machen Sie in der Essigfabrik? Aber ich mache das schon. Das ist eh alles auf dem Tisch. Das ist doch unmöglich. Sie kennen doch die Stichworte nicht. Sie ist da in dem Buch drinnen. Da halten Sie das Buch. Wenn das grüne Licht kommt, grünes Licht, wo ist denn? Ach, grünes Licht, sehen Sie. Achtung. Freie Fahrt. Nein, das heißt Achtung. Achtung heißt das. Achtung. Und dann kommt das rote Licht. Wissen Sie, was das bedeutet? Das wissen Sie auch nicht. Solche Häuser gibt es überall. Rotlichtschaus, da steht's doch. Achtung, bei Rotlicht, größte Ruhe. Jetzt komm, es wird gleich losgehen. Ja, ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich bin ja nicht besser. Hallo, hallo, hier Radio Wien. Das ist gut. Der Vortrag, wie schützt sich ein Radiosprecher vor Verblödung, von RAWAG-Chefsprecher Ernest Koffer, entfällt wegen Verblödung des Vortragenden. Stattdessen bringen wir Ihnen das Hörbild, das Liesel vom Silberwald, unter Mitwirkung der Filmschauspielerin Gerlinde Locker und des Burgschauspielers Walter Reier. Oh, ich armes kleines Sterndl, darf mich nur heimlich mit meinem Wurm treffen, hier in unserem lieben Silberwald. Da ist das trauliche Fleckerl, wo ich immer davon träume, dass der Tag kommen wird, der uns auf ewig vereint. Dann werden wir Hand in Hand vor den Altar treten, wo unser lieber alter Herr Pfarrer uns segnen wird und unsere Kinderlein werden sich freuen. Glocken werden läuten. Und die Spanninger Kathi wird sich giften. Ach, wie still es hier ist. Nur das Bächlein gurgelt, orgelt. Von fern her quakt der Ochsenfrosch. Ein Rehlein huscht leichtfüßig über die Lichtung. Ich hätte nichts anderes. Die lieben Vögelein tirillieren. Gehört's auf, gehorcht, rascheln im Gebüsch. Er kommt. Ach nein, es war nur eine Fledermaus. Was? Was? Fledermaus? Wie macht man Fledermaus? Dui-du, la 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 la. Nur so lange bleibt mein Bruder Lenz. Wie sehnsüchtig warte ich auf ihn. Mein Herz klopft. Guten Tag, herein. Ich lug nach ihm aus, nach der einen Seite, nach der anderen Seite. Nicht. Sollte er nicht zu kommen wagen? Sie hat doch schon Wagen. Wagen. Eine unheilvolle Ahnung stoßt mir auf. Auch die Sonne hat sich verdüstert. Der Bach murmelt jetzt nur noch mehr leise. Rabarber, rabarber, rabarber. Ich spür's. Heute warte ich umsonst. Aber nein. Es knackt in den Zweigen. Er ist's, mein Bruder Lenz, jung und strahlend und blond. Endlich, der Lenz ist da. Liesel! Oh du, ich hab schon auf dich gewartet. Ich bin hier vergangen vor Sehnsucht. Ja. Schwind, a Bussel. A Bussel.
Ja, ja, das tut gut. Mein junges, ungestümes Blut treibt mich ja alleweil zu dir. Ja, ewig möchte ich dich nur so im Arm halten und mit dir beisammen sein. Oh, du, mein herziges Dirndl, du. Wenn ich allein auf meiner Keuch lock, dann fass mich ein heulende Seele. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich halte dich fest in meinen Armen. Wenn es nur allerweil so bleiben könnte, ich weiß nicht. Mir ist so entrisch. Die ganze Stimmung, die Natur. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ich glaube, ein Wetter steigt auf. Es fängt schon an zu regnen. Der Wind blast! Na ja, es ist ein furchtbares Wetter! Ein richtiges Ungewitter droht! Sehr wohl! Ja, Sturm und Regen! Komm, schwind! Unter dem Baum da! Komm, hoch sie ganz laut zu mir her! Sie klatschen schon! Komm, unter dem Baum, komm, hoch sie her zu mir! Ein Blitz! Fürchte nicht, Dirndl! Ich bin ja bei dir! Ich fürchte mich nicht. Ich hab noch eine Angst, weil... Oh, der Donner rollt! Der Donner rollt! Ein richtiges Hundewetter! Ja. Kusch! Ha! Hab ich erklingt! Der Vater! Der alte Grenzschippe! Ich bin der nachgeschlichen Lenz. Ich denk, ob du gehst nur wildern. Aha. Und auf einmal seh ich dich. Du wilderst ja. Bei meiner Liesel. Vater! Oh, was denkst du? Ihn reitet der Teufel. Ach so! Ihn reitet der Teufel. Nicht sehen, wer mir dahinter soll, meiner Lieb folgen. Wer hinter wird? Ja! Mein Quer wird die hindern drin. Schau du! Ich schieß die wieder! Ah! Oh! Vater, was hast du getan? Du rechelst noch! Du rechelst noch! Das ist die Rache dafür, dass du mein unschuldiges Kind in die Schand gebracht hast, du elender Verführer! Dafür sei dein Blut verspritzt! Und du, meine Tochter, die zur Frömmigkeit und Sittenreinheit erzogen hab, was aus das der Tier geworden ist? Eine Unholdin, eine Sirene. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie, wir müssen unsere Sendung seinerzeit abbrechen. Wir sind ohnehin schon in Terminschwierigkeiten. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal im Juni wieder dabei. Wenn Sie Anfragen haben, Sie wissen ja, wohin Sie zu schreiben haben. ORF-Zentrum Wien 1136, Kennwort seinerzeit. Bis dahin, auf Wiedersehen und Zuschauen.